Jetzt das Problem, dass die immer alle überleben mit so ein bisschen. Hey, irgendwie habe ich aber weniger Damage gemacht als sonst, oder? Habe ich die falsche Rune mit? Ah, vielleicht auch nicht. War ganz okay, würde ich sagen, bis hierhin. Bis hier noch keinen Schritt weiter. Braschnikow, Braschnikow, mein Dönermann hat aber einen Steinofen. Ja, aber ist, jetzt mal ganz ehrlich, ist ein Steinofen wirklich ein Indiz für mehr Qualität? Oder ist ein Steinofen einfach nur ein anderer Ofen? Jetzt mal auf ehrliche Basis formuliert. Außerdem, Fertigpizzen kommen auch alle angeblich aus dem Steinofen. Aus dem Hochofen. Aus dem Ofenofen. Also Leute, ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Wenn ich jetzt kurz ehrlich bin, ja? Unsere hat so eine Pizzastraße. Wie eine Pizzastraße. Das klingt insane. Ne, also Boston Pizza, die hat halt... Die hat wirklich Schmackes. Da beißt du rein und bei jedem Biss hast du einfach das Gefühl, du wärst in Boston. Bei der Boston Tea Party. Höchstpersönlich. Komm, greif die Box an. Naja, dann nicht. Dann nicht. Steinofen ist schon cool, weil sich die Wärme anders verteilt. Ja, aber ich meine, wenn jetzt Pizzamann Ali einen Steinofen hat, ist das, glaube ich, kein Unterschied, oder? Was hat denn die Tea Party damit zu tun? Ja, hä, Boston Pizza, Boston Tea Party? Ist die nicht in Boston? Die Tea Party ist doch in Boston, oder nicht? Oder war die woanders? So, wo ganken wir? Mitte? Botlane? Da verbrennt quasi keine Pizza. Die Pizza läuft über den Band so, über so ein Heizing. Ja, voll cool. Warum kenne ich das nicht? Mega cool. Go jetzt, Foxy, go! Go, Foxy! Der ist tot. Later! Wäre der Luschner gestorben, hätte ich ihn reportet. Von welcher Marke ist die Boston Deeds? Ja, Wagner. Wow, Tobi Wagner. Wow, ja, es ist Wagner. Ich gebe es zu, es ist Wagner. Gut, dass Voxor nicht mehr da ist, weil ich spiele AD Shaco. Ich meine, alle Pizzen, die man ihr, oder alles, was man irgendwie kauft, unterstützt irgendwen, der gerade Bomben produziert oder so. Wagner Pizza ist bäh, voll nicht. Voll nicht. Leute! Mich muss mal jemand reminden, dass ich mir zu morgen neue Memes skette. Komm, 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 nimm noch einen Minion. Na, oh, schade, Marmelade. Er ist Level 6, der Brody. Der killt mich. Ja. Aber er hat jetzt kein Ding mehr. Ja, nice try, Bro. Nice try. Appreciate XD. I like, I do, I make, I take, I make, I do, I take. Leute, stop int. Guys, play dev. Stop int. Aber der Hackerim gankt wenigstens mal. Nicht so wie unser Hackerim vorhin. Ist aber wieder im Gegnerteam. Or match his ganks. Or stop die. So, wir müssen es shoppen, wir haben richtig viel Geld. Oh shit. I killed Matt. So, gut. Wir machen jetzt Tiamat, Schuhe und ein Schwert. Boah, wir haben jetzt richtig viel Power, Leute. Richtig viel Power haben wir jetzt. Richtig, richtig viel Power. Ja, machen wir. Gustavo. Tacos are toxic. Ja, Leute. Der flamet da oben wegen irgendwie was. Da weiß ich nicht, was der Masse ist. Was ist der Masse, frage ich mich. So, Leute, müssen wir drüber reden, dass ich kein Jungle-Item habe?
So, ist er jetzt Level 6 gleich? Das wäre mega deliziös. When 6. Vielleicht holen wir uns noch ein Dreadbuff-Feuer. Red Buff. Herr Grimm ist in der Mitte. Oh, jetzt ist er 6. Top after Red. Ja, er redet gar nicht mit mir. Ist er jetzt mad oder was? Sacramento. Könnte sein, dass Hagarim kommt. Ich hoffe nicht. I hope not. Oh shit. Nein, nicht resetten. Wow, das war knapp. Das war Knarpo. Knarpo. Okay, ich komme. Go. Hallo, Lord of Dorans. Oh, der Lord of Dorans wird Probleme beim Turnier haben. Go jetzt. Ult. Hat er schon geultet? So, und jetzt lasse ich ihn den Farm, oder wie läuft das? Oder helfe ich ihm? Ja, bevor Tynex wieder auf mich rage, lasse ich ihn jetzt einfach sein Ding machen. Ich komme bitte. Na, er überlebt das. Ich weiß nur nicht, ob ich da was machen kann, aber ich bin gar nicht so... Oh, Mann. Achso, das war nicht hier. Dann ist okay. Bad. Leute, ihr könnt nicht alle überall sterben. Könnt ihr nicht. Helf ich noch die Wave einzupushen? Ja, nachher kommt wieder so ein Tynex und sagt, ja, Lane zerstört. Lane verloren, Lane zerstört. Soll er selber machen. Drache ist weg, RIP. Aber Botlane war eh tot. Oh shit. Ich habe keinen Smite. Kann ich ihn töten? Ich bin Shaco und du nicht! Ja, easy. Und jetzt hier, Kill delivered. Hey, den können wir auch töten. Der ist Level 6. Ich bin Level 7. Na gut. Easy. Happy now. So. Easy squeezy. Easy. So, was machen wir jetzt? Irgendwas wollte ich machen. Keine Ahnung, Happy for you to do your job. Wow, man kann es dir nie recht machen. Wow. But won't report. Boah, Leute. Wow. Griefing tut nur der Greifer. Na. So, können wir Botlane ganken? Ich komme. Abfahrt. Oh, ich komme mit Lane. Mann, aber Ryze, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Der ist tot. Und den kriege ich vielleicht. Komm schon, Box, mach doch mal was, Box, ey. Ich weiß hier, in letzter Zeit sind die Boxen richtig Arsch. Sie sind richtig Arsch. Okay, Malphite hat Ultimate. Arde, richtig Arde. Der hat sogar noch alles ready einfach. Alles. Sacramento, no moi. Sacramento, no moi. Ja, lass Game skippen und direkt in Report Screen skippen. Okay, wo ganken wir? Mitte ist immer noch, aber ich habe keine Q gerade. Mist. Shit. Der hätte ich töten können. Dann gehen wir Botlane. Hallo, Dead by Yorick. Grüße dich. Arsch. Richtig Arsch. Alles Arsch hier. Ich komme, bin unterwegs. Oh, Leute, Mann. Meine Lanes sterben, aber jede meiner Lanes ist schwächer. Go, jetzt. Können wir noch was machen? Oh, ich habe das perfekt gedodged. Können wir den töten oder ist das Quatsch? Nee, ist Quatsch, okay. Mann, ey, Leute, das Game ist einfach... Wir haben nichts, ey. Gar nichts. Überall nichts. Shit und Dreck, ey. Alle Lanes verlieren! Alle einfach! Was soll ich tun? Nachher bin ich wieder schuld. Der flaggt mehr als ich. Nee, niemand flaggt mehr als Tynex. Niemand flaggt mehr als Tynex. Aber bitte mit Tilt, grüß dich. Wolltest du. Du warst doch der, der auswandern wollte, oder? Hast du schon gemacht? Oder verwechsel ich dich? Ich probiere nochmal Botlane. Aber. Wir haben eigentlich ein gutes Team am Papier, aber. Naja, irgendwie, weiß nicht. Hekerim läuft hier rum. Er wird jetzt Botlane gehen. Vielleicht kann ich ihn abfangen und wir können Hekerim töten. Ist gar nicht so schlecht. Bin deswegen jetzt schon unsichtbar, weil er jetzt kommt. Und ich bin da.
Allerdings stirbt meiner natürlich. Vielleicht kriegen wir den aber. Das ist okay. Ich weiß aber nicht, ob ich Hecarim... Oh, ist nicht schlecht, aber ich habe nichts mehr. Und dagegen Hecarim ist stärker als ich. Der rastet außerdem komplett aus. Lol, die ist ja komplett verloren. Oder? Ja. Musste jetzt Foxy droppen, aber ich hätte ihr, ich hätte da eh nichts machen können, um sie zu... Ich kann gegen Hecarim nichts machen. One, two. Midlane ist auch schon wieder tot. Leute, ich kann nichts machen. Ich kann nicht alle Lanes... Alle Lanes verlieren einfach. Ich werde es versuchen, aber... Ja, Trapper Foxy wäre noch eine Idee gewesen, aber ob das gereicht hätte, vielleicht. Aber so war es, glaube ich, okay, auch für sie. Weil ich habe so halt noch die Dings da hinten bekommen. Die halt, ja, keine Ahnung. Die, wie heißt denn die? Seraphin. Seraphin. Wie ist die so auf Support-Position? Vielleicht sollten wir Aralt holen, aber ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil Hecarim jetzt auch hier ist wegen Taunty. I don't know you, Kian Cole. I don't like you, Ebing Troll. Gehen wir mal im Drag-Tablet fertig machen, würde ich sagen. Würde ich sagen. Vielleicht nicht auf, vielleicht auf eine Lane fokussieren, ja. Ich denke, die Lane, die am meisten Potenzial. Ne, gar keine. Boah, Botlane ist. Ja, Mann, ey. Mein Hecarim gankt auch viel, aber wir sind ziemlich even. Er hat jetzt nochmal einen mehr oder vielleicht zwei. Ah, Mann, ey, aber bei Hecarim hat auch drei Winning-Lanes einfach. Midlane gewinnt von sich aus schon und Toplane gewinnt auch von sich aus. Greed wird bestraft. I don't like you, be control. You can do see the roll. Botlane, ich muss trotzdem, ist Botlane wahrscheinlich die Lane. Botlane, Midlane sind die Lane. Toplane ist halt Malphite so. Der tut sich auch noch halbwegs gut. Ich gehe einfach jede Lane ganken. Jetzt gehen wir Mitte. Allerdings kommen die jetzt auch alle Mitte wahrscheinlich, oder? Bind, Bind, Bind. Wo ist das Bind? Bind doch! Genau. I don't like you, be control. I go D to weed on soul. Jetzt gehen wir Toplane. Ich gank einfach alles. Ja, schön. Schön, jetzt machen wir Araldino. Ne, Araldino machen wir nicht, weil Platten weg sind. Und ohne Platten kein Harald. Auf zu schreien. Nein, hier muss geschrien werden. Bede, 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 bede. So, was machen wir jetzt? Blue Buff, guck mal, ich bin hier richtig am Power taken. Okay. Bräuchte mal das andere Ward-Item. Get the Drakes. Get the Drakes. Ja, wir holen uns jetzt vier Inferno Drakes. Ich finde das ein guter Plan, oder nicht? Ja, Herald wäre schon gut. Ich komme Top Lane. Meinte ich, kann ihn töten? Ich glaube schon. Ich bin zwei Level über ihm, actually. Die Frage ist, läuft er hier lang? Oder, ne, er ist im Fluss. Ich kann ihn, denke mal, töten. I think I can. Imagine, ich bin aus Dia Decade. Echt? Ja, ich habe immer noch geschafft, meine Games zu spielen, damit ich nicht aus DRDK. DRDK, DRDK. Meint ihr, ich kann ihn alleine töten? Vielleicht. Vielleicht. Leute, mein Schaden. Guten Tag, das bin ich. Schaden ist da. So. Aber wenn wieder ein Promo zu dir. Ja, dann mal viel Glück und viel selig, viel Glück und viel selig. Ich glaube, ich hätte lieber BF-Sword kaufen, sondern ich wollte die CDR haben. Ja, wir müssen jetzt nächsten Drachen auf jeden Fall holen. Das wäre wichtig, Mr. Srogon. Ist das das maximale, das hier ist wirklich das maximale Gank-Gameplay, Leute. Ich ganke so viel. Vasen-Wukong. Ich ganke so viel, Leute, mehr geht gar nicht. Also, bisschen mehr geht schon noch, aber... Ich muss aber auch wirklich drei... Also Toplane ist fein, aber sonst haben wir alle Losing Lanes hier. Ich habe leider kein Ult. Ich weiß nicht, ob mein Damage reicht ohne Ult und Ignite. Ja, doch. Die kriegen wir auf jeden Fall. Den auch noch? Ja, okay. Flash. Den holen wir uns noch. Der ist noch hier, Leute. Okay. Ah, Ryze schon wieder tot. Der stirbt halt nonstop. Non und stop. Non-stop.
Also das Game ist schon winnable, aber boah, ey, es wird, da muss ich hier richtig die Carry Trousers reinschlüpfen. Der ist auch schon wieder killbar. Viel Glück und viel selig, viel Glück und viel selig, viel Glück und viel selig. Ich bin jetzt leider ziemlich dumm tot. Komm, Boxy, Boxy, Box! Oh, okay, ja, das war maximal. Ich dachte, er hat weniger P und ich dachte nicht, dass er hier oben steht, sondern dass ich ihn direkt stabben kann. Und dass er vielleicht backportet gerade und im Job ist. Es war ein High Gamble, muss man zugeben. Wie viel Geld habe ich ihm gegeben? 700, war natürlich dumm. Aber manchmal muss man auch die Risikokarte ziehen. Das gehört dazu, Leute. Außerdem gebe ich lieber Zed das Geld als Hegarim. Und Ryze verliert ja seine Lane eh schon, also was soll's, wo ist der Unterschied? Scheiße, ja. Gut, wie viel brauchen wir? Das Problem jetzt hier, ich kann halt kein BF-Sword kaufen, weil ich keinen Platz habe. Ich könnte das Ding verkaufen, aber das Ding gibt halt zusätzlich XP im Jungle. Hä, das Teil gibt Lethality? Oder wofür ist das da unten? Nee, das ist einfach die Lethality, die ich habe, oder? Warum steht denn das auf dem Jungle-Item drauf? Nee, hä, wo war ich denn gerade? Ach, das ist einfach nur ein insgesamter Reminder anscheinend. Okay. So, wir machen mal kurz Power Farm. Wir sind 2 Level über Hekarim. Wir saugen mal eben schnell alles ein, was hier ist. Das geht schnell mit Tiamat. Jungle Clear Speed, Leute. Ja, okay, ich komme. Bin da. Und jetzt nehme ich Profit. Das nennt man die Profit-Profit-Strategie. Kommt da noch ein Grab oder so? Nee. Na, jetzt haben wir nämlich schön Profit-Geld abgefarmt. Den töten wir einfach. Guckt euch den an, Jan. Getty, Getty. 700 und da auch noch. Zack. Hätte ich vielleicht nicht alle nehmen sollen? Doch, nehme ich alle. Jetzt machen wir Drache. Drache ist wichtiger als Tower. Drache. Drache-Wache. Ich akzeptiere, dass ich ein bisschen salzig bin in dem Game, aber das ist okay. Ein bisschen Salz kann da sein. Man sagt ja alles in Maßen, ne? Ein bisschen Salz muss auch mal sein. Das muss, wenn man das Salz in sich aufstaut, dann das muss auch manchmal raus, Leute. Ja? So. So, nehmen wir den auch noch mit. Gut, jetzt haben wir Ascensory, war sehr geil. Das ist deswegen sehr geil, weil wir jetzt richtig viel CDR haben. Und dann kann man richtig viel springen, ulten und springen und ulten. Wenn ich alles mitnehme, muss ich auch carryen. Und das werde ich tun. Das werde ich tun. So, jetzt gehen wir noch hier Sanguin Blade. Und was kaufen wir dann? GA, Blutdürster, Infinity, sowas. Ich denke, noch ein zweites Crit-Item wäre gut. Crit-Items sind immer gut, wenn man zwei davon hat. Ich komme Mitte. Das Gute ist, dass der Zed nonstop engaged. Weil er halt den Ryze permanent töten kann. Seht ihr? Seht ihr? Meine E. Wo ist meine E? Da. Und wir haben Cooldown, Leute. Wir haben Cooldown Reduction. Wow! Sacramento. Wir haben Cooldown Reduction, Leute. Haben wir. Haben wir. Deswegen können wir hier warten. Bam! Wir haben Cooldown Reduction, Leute. Irgendjemand hat gesagt, Tobi, dein Chakobil ist total scheiße. Nein, der ist total broken. Hast du Cooldown Reduction, hast du Kills. Hast du Ekarim, machst du Ultimate. Hast du Cooldown Reduction, hast du Kills. Woohoo! Woohoo! Greed ist gut. Ah, zu gut, aber auch nicht. Da kickt das Blade richtig. Oh, er ist sogar wirklich noch da. Und guck, wir können ständig Q drücken. Hast du Cooldown Reduction, hast du Q? Zack. Leute, Cooldown Reduction auf Shaco ist so geil. Schwöre. Es ist so geil. Es ist so geil. So, jetzt fahren wir hier noch ein bisschen den Scheiß ab. Die platzen halt richtig weg. Wir können das wie. Ja, 1,9 kostet der Bums zwar nicht. Kaufen wir. Gekauft! An den Höchstbietenden. Now it runs. Now it runs. Bestes Englisch. Das ist mein Englisch. Das gönne ich mir. Now it runs, Leute. Now it runs. Ne, Jungle-Leute machen wir nicht fertig. Das braucht man auf Shaco nicht. So, jetzt sind wir. Ja, Leute, go. Holen wir uns erstmal Blue Buff. Wir haben leider noch nur 30% CDR. Nur mit Blue haben wir 40. Ah. Weiß nicht, ich muss ein bisschen aufpassen. Er kann mich töten. Eventuell. Vielleicht kann ich ihn baiten. Oh shit, nee, let me out.
Oh boy. Bab, 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 bab. Ich würde gerne mein Blue haben. Vielleicht können wir aber immer noch hier Trappity Trap machen. Irgendwer wird hier wohl noch sein. Oh, Jin ist in der Mitte. Oh. Mein Blue Buff, ist der noch da oder ist der weg? Aber wir haben ja jetzt auch Lifesteal, stimmt. Können jetzt ein bisschen Lifestealen. Lifestealen, live schmieren. Blue Buff nimmt sich Rise, okay. Okay, da unten ist Zed. Meint ich kann Zed 1-on-1? Ja, wenn ich First Strike habe, schon. Ich habe irgendwie keinen Schaden gerade. Jawohl, doch. Nee, habe ich. Habe ich. Habe ich. Doch, ich habe Schaden, Leute. Habe ich! Schaden ist im Haus! Die Gegner geben auf! Wow! Das habe ich komplett alleine gecarried, aber wirklich. Und das war ein 1v9-Game einfach. Komplett solo gemacht. Wow! 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 Lass mal Damage gucken. Omega. This Rank got carried so solo. Und hier, 1000 Missionen noch. Ja, das will ich aber auch meinen. Ja. Leute. Malphite war auch noch gut, muss man sagen. Man könnte vielleicht sagen 2 gegen 8. Aber das habe ich aber richtig reingetragen. Richtig getragen. Guck mal, wie viel hat mein Team? 4 Kills. Malphite. Rai steht 1-7. 4. Wow.